Hallo, herzlich willkommen zurück bei Psychonauts, Psychonauts. Wir befinden uns hier immer noch im Trainingsmodus und müssen jetzt hier weiter durch diese mentale Welt von unserem Trainer. Und ich schlage mich bisher ganz gut, aber es ist ja auch quasi eine Tutorial-Welt. Noch nicht besonders schwer. Bin mal gespannt, was hier noch auf mich zukommt. Auf jeden Fall hat das Spiel jetzt schon mal einige verrückte Ideen parat. Ah. Da ist der Koffer aus der letzten Folge. Dafür hatte ich einen Anhänger gefunden. Aber was diese Koffer bewirken, das weiß ich beim besten Willen noch nicht. Das werde ich wohl noch herausfinden. Oh. Bisschen aufpassen. Und jetzt muss ich hier um die Ecke. Nein, muss ich nicht. Oh, jetzt bin ich in irgendeinem Bereich gelandet, wo ich nicht hingedurft hätte. Hm. Ach so. Stehen bleiben, Junge. Okay. Das sind geistige Spinnweben. Man kann sie mit spezieller Ausrüstung einsammeln, über die du aber noch nicht verfügst. Bis dahin solltest du ihnen aus dem Weg gehen. Geistige Spinnweben, ja, aber liebe Leute. Da glaube ich aber sofort, dass es die auch in echt gibt. Geistige Spinnenweben. Huch. Aber hier kann es konzentriert sein, Leute. Wie du siehst, das Trapez ist ziemlich schwierig. Viele Kadetten kommen damit nicht klar. Man sieht's. Vielleicht willst du dich ja auch lieber fernhalten. Du kriegst trotzdem deine Teilnahme, Porsche, wenn das Camp vorbei ist. So, erstmal sammeln wir wieder schön hier diese ganzen Sachen ein. Oh. Zeit zum Umstehen habt ihr, wenn ihr tot seid. Drücke. Um in die Ego-Perspektive zu wechseln. In der Ego-Perspektive kannst du dich mit hin und rechts umsehen. Welche Taste soll das sein? Du kannst dann aktuell in der Gedankenblase sehen oder drück, um Rucksack zu stöbern. Riechsalz. Willst du einen Gegenstand aus deinem Rucksack nehmen? So, zeig mir. Oder hinten rauf und drück, um wieder den Rucksack zu. Ach, damit komme ich wieder da raus. Aber, auf R3 muss ich drücken. Aber ich kann damit nicht laufen. Schade. So, was sollte ich jetzt machen? Das habe ich nicht aufgepasst. Es hat so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie ich in die Perspektive komme. Ich kann mich umschauen. Okay, mehr nicht. Uah. Ein Handtäschchen.
Das ist ja sweet. Bin gespannt, was das alles für Auswirkungen hat, wenn wir den Level hier geschafft haben. Uah! Nein! Wieso kann ich auf dem einen rumlaufen und auf dem anderen nicht? Oh, guckt euch das an. Oh. Na, super. Verdammt, meine Verdauung ist schneller als du. Spasti, ey. Du Spacko. Verdauung ist schneller als ich. Stimmt nicht. Wir gehen jetzt hier einfach weiter. Nein, das war viel zu... Ah, ich kann wenigstens hier wieder anfangen. So, aber jetzt richtig mit Schmackes hier. Wo sind wir jetzt gelandet? Solche Sachen. Ihr auch? Zumal das ja auch viel mit der Kameraeinstellung zu tun hat. Guck mal, wie bescheuert das mit der Kamera ist hier. Jetzt bin ich schuld. Nee, nee. Das ist die Kamera schuld. So. Huch. Mach mal jetzt. Schiene wechseln oder linken oder linken Moment oder springen die Schiene zu wechseln. Nein. Ja, den Spruch hast du gerade schon mal gebracht. Langsam. Huch, in der Kurve. Auch ganz schön riskant. Haben wir es geschafft? Sieht fast so aus. Nee. Ich will nicht teleportieren. Nee, wir sind immer noch im Kopf von dem geistesgestörten Trainer, Lehrer. Ach du liebe Güte. Oh, jetzt ist sein Ehrgeiz geweckt. Habt ihr es gesehen? Klar komme ich hier durch. Nichts leichter als das. Ich bin ein erfahrener Spieler. Hat ein bisschen was hier von Star Wars. Bisschen aufpassen muss man aber schon, ne? Easy. Hallo? Hallo? Bin wohl zu früh. Ist hier ein Ausgang? Komm, wir gucken uns gerade noch um. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. An wichtigen Sachen. Was das? Oh, eine perfekt gerenderte Zwischensequenz. Ist schon schlecht, wenn das Spiel besser aussieht als die Zwischensequenz, ne? Aber das Spiel ist auch von 2005. Ist schon ein bisschen älter. Oh, tut mir leid, dass du es so schnell geschafft hast. Frag mich, wie du es überhaupt geschafft hast. Du hast mich überrascht, Kleiner. Hier. Du hast es verdient. Dein erstes Psychonaut-Abzeichen.
Bom. Ja. Mein Gott. Der findet sich aber auch geil, der Raz hier. Ich bin stolz, wenn ein Soldat lebend aus dem Feld zurückkehrt. Jetzt entschuldige mich. Ich muss zurück. Da warten ein paar gute Männer auf mich. Was für ein Idiot, oder? So, gibt es jetzt noch irgendeine Statistik oder sowas? Was haben... Du hast uns alt aussehen lassen. Nee. Du kriegst Ärger. Bobby Zilch ist sauer. Oh. Sieh dich bloß vor, du Brillenheini. Ist was, Filzbirne? Hast du ein Problem? Hey, ihr Hirnis. Nur die Ruhe. Wie? Hast du Angst, dass ihm was zustößt, deinem Freund? Nö. Aber Sascha Nein steht direkt hinter euch. Deine Leistung, junger Kadett, war überragend. Melde dich in meinem Labor zum Training für Fortgeschrittene. Oh, Ratz, der Spatz ist jetzt in der Spezialklasse. Benny, erinnere mich, ihm eine Spezialabreibung zu verpassen. Diese Tests sind unautorisiert. Ich kann dich nicht bitten zu kommen. Aber wenn du zufällig da bist, was kann ich dafür? Ich habe hier noch was für dich. Denk daran, du hast ein einmaliges Talent, Rasputin. Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Moment, ich weiß gar nicht, wo ihr Labor ist. Ist das eine Art Test? Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Und jetzt höre ich Stimmen. Toll. Raz hält einen Gegenstand in der Hand. Um diesen auf eine Person anzuwenden, gehst du zu ihm oder ihr und drückst Y. Jetzt muss ich Saschas fortgeschrittenen Training absolvieren. Wissen Sie, wo der Knopf hingehört, Coach? Hey, du hast einen Knopf aus der geodätischen Psychoisolationskammer gestohlen. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn von Bobby Zilch. Hätte ich wissen sollen. Der Typ verbringt mehr Zeit im Arrest als in der Schule. Fast so wie ich, als ich noch jung war. Nun dann, bring ihn zurück. Jawohl, Sir. Hey, Coach. Wo ist die Geo... Weißt du nicht, wie man eine Karte benutzt? Jawohl, Sir. Entschuldigung. So, jetzt muss ich Tagebuch und Karte aufrufen. Hier ist die Karte. Und da muss ich hin. Das heißt, ich gehe jetzt gleich über diese Brücke. Kann ich das auch vergrößern oder verkleinern? Nee, das kann ich nicht. Okay. Mhm. Geistigen Müll sortiert. 4 von 50. Und dann passiert irgendwas. Bei Fort einlösen. 11 Psy-Karten. Psy-Kadettenstufe 5 von 100. Schatzkammer geknackt. 1 von 19. Kinderhütten. Psy-Karten. Mhm. In diesem Bereich 11 von 12. Und 2 Dinge, die ich noch nicht entdeckt habe. Ach, das ist ja interessant. Eine Karte, die ich noch nicht habe. Naja, aber auch keine Lust zu suchen. Kennt ihr das? Solche Spiele, wo ihr keinen Bock habt, jeden kleinen Fitzel also zu suchen. Gut, ich schließe meine Augen, ja? Und dann zähle ich bis 100, okay? Und dann versteckt ihr euch alle. Alle, alles verstanden? Vernon, wir spielen hier Verstecken. Wir brauchen keine Nachhilfe in Mathe. Verstanden. Du zählst und dann verstecke ich mich in dem Busch da. Toll. 1... Meta, du bist ein Genie. Komm schon, Logan. Hey, wartet. Das erinnert mich an eine Geschichte. Es geht dabei ums Zählen. Hallo? Mann, ihr seid wirklich gut. Muss ich die jetzt auch finden? Nein, den Knopf darf ich nicht verlieren. Sonst komme ich wohl kaum in Saschas Geheimlabor. Ich will den auch nicht verlieren. Ich will jetzt die anderen Kinder finden. Komm
Kommt dir dieser Knopf bekannt vor? Mensch, der ist aus der geodätischen Psychoisolationskammer. Einmal habe ich da drin 3 Tage lang festgesessen. Die ersten 10 Minuten gingen ja noch, aber die nächsten 5 waren ziemlich gruselig. Dann war ich 3 Minuten lang benommen. Und dann... Hey, ich glaube, da drüben ist Elka. Wo? Spacko, oder? Traum hatte im Sonderangebot im Hauptladen. Hört Nein, den Knopf darf ich nicht verlieren. Nein, den Knopf darf ich nicht verlieren. Das ist ja toll, dass das jetzt immer sagt, wenn ich Geld aufhebe. Ziehleine. Aber ich muss zu Sascha Neins Geheimlabor. Vielleicht hättest du vorher dran denken sollen. Ich habe vorher dran gedacht. Darum bin ich ja hier. Genau. Jetzt musst du Zoll zahlen. Was? Eine Pfeilspitze. Bezahlen! Ich habe dieses Ding gefunden. Sucht ihr etwa so etwas? Das ist eine Pfeilspitze. Wie kommen die hierher? Franke, kann der Neue wirklich so blöd sein? Das Lager wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut und... Hey, toll! Die Indianer haben hier ihre Toten begraben? Nein, natürlich nicht. Sie haben ihre Pfeilspitzen hier begraben. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Aber manchmal steigt mit dem Hals. Gas auf. Genau wie Coach Orion. Wenn du also eine siehst, zieh sie einfach aus dem Boden. Wie Trüffel. Auf jeden Fall will ich eine haben. So, hier soll es noch irgendeine Karte geben. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Und deswegen gehen wir jetzt einfach weiter in den nächsten Bereich. Ihr hört wahrscheinlich die Glocken. Komm her! Ohne Liste keine Schnitzeljagd! Melde dich wieder, wenn du genug Zeug für deine erste Beförderung hast. Jetzt zisch ab! Finde 8 Gegenstände und du steigst um 4 Stufen auf. Finde die restlichen 8 Gegenstände und du steigst um weitere 4 Stufen auf. Goldene Eichel, Saurierknochen, Taucherhelm, Adlerklaue, Kondorei, Fossil, Glasauge, Golddublone, Fruchtbarkeitsidol, Bergmannschädel, Kirschholzpfeife, Piratenfernrohr, Psychonauten-Comicheft 1, Puten-Sandwich. Das ist das, was wir eingefroren im Kühlschrank gefunden haben. Eine Voodoo-Puppe und eine goldene Uhr. Wo bekomme ich... Hey, wo ist der hin? Wie schafft es der alte Knacker, so schnell zu verschwinden? Der alte Knacker. So, nächster Bereich. Du, neuer Junge. Hast Bär in Wald lauern gesehen? Nein. Wirklich? Riesige, haarlose Bär? Nein. In Russland Bären viel kleiner, auch viel mehr Haar. Auch weniger lauern, immer bereit zu ringen. Dieser hier weglaufen und verstecken. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst nicht ewig lauern, Bär. Was höre ich denn hier so? Fapp, 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 fapp. Ist so genannt? Hä? Der grindet hier auf dem Picknicktisch. So ein Freak. Hab eine Karte gefunden. So. Ich hör's doch. Was ist das für ein Geräusch? Ich werde schon noch dahinter kommen. Da geht's zu den Hütten der Kinder. Bin ja schon mal froh, dass dieses alte Spiel hier mit konstanten 60 FPS läuft. Ist auch nicht selbstverständlich bei mir. Yeah, cool. Hey, neue Psykraft bei Stufe 10. Ich muss heute einfach noch mehr Psykerne verkaufen. Ja, diese Preise sind echt Psykerne. Heute ganz billig. Okay, darunter gibt es noch was.
Mache ich auch immer so in meiner Freizeit. Auf Hausdächern rumlaufen. Ja, eigentlich auch. Was ist denn hier los? Ihr Bitches. Hütte. Ab in die Hütte. Ah. So, in der nächsten Folge gucken wir uns mal hier in der Hütte um. Ist eine Party oder was? Gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude an diesem Spiel bisher. Und lasst es mich wissen, was ihr davon haltet. Und überhaupt, freut euch auf... habt ihr selber mal gespielt? Psychonauts? Psychonauts? Freut ihr euch auf den zweiten Teil? Und so weiter. Lasst uns ein bisschen in Kontakt bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.